Ein Geschenk für Bruno. Wir sind keine Schocki-Osterhase. Wir sind aus Kunstherz. Das sind Ohrhasen. Ohrhasen. Und die machen sich wunderbar auf einem Ofen. Und der Moment der Kunst entsteht, wenn der zum Beispiel bei dir daheim ist und der Besuch kommt und sich fragt, was macht der Osterhase auf deinem Ofen oder für draussen, wieso schmilzt der nicht und was macht der da überhaupt, dann gibt es eine Auseinandersetzung mit dem ganzen Teil. Dreibissen kannst du nicht, draussen hast du einen ganz guten Zahnarzt. Sie sind sehr beständig, die gehen nicht kaputt. Das ist eine schöne Sache. Und eben der Moment, wenn ihr im Garten draussen steht, ich erlebe jeden Tag bei mir daheim die Momente, oder wenn ich Besuche bekomme, oder der Dani hat einen auch bei sich daheim oder so, der erzählt mir immer wieder tolle Geschichten. So. Das ist eine schöne Sache. Wir sind im Naturmuseum Zolte gewesen. Das ist ein Projekt, das wir mit Johnny zusammen machen. Und dort hat es einen Kurs gemacht, so einen Block, 1,40 m auf 1,40 m, 50 cm hoch. Und darauf oben sind 136 in Reihe und Linie gestanden. Das sieht auch noch ganz toll aus. Es war wie so eine Armada von Osterhasen an Ostern.